Buongiorno, meine lieben Gangmitglieder und willkommen zurück zu Mafia 3. So, das letzte Mal haben wir die ganzen Nebenmissionen gemacht. Heute machen wir was anderes und zwar gehen wir der Hauptstory nach. Was ich sagen wollte, wenn es in den letzten Folgen immer so ein kleines Gebrummel nebenbei gab, da steht tatsächlich noch der Polizeiwagen. Wenn es nebenbei so ein etwas lauteres Gebrumme gab oder so. Dann bitte nicht wundern. Ich habe einen Ventilator hier an. Weil es ist warm, es ist total warm und ich muss mich wieder ausrüsten, wie ich es sehe. Kann ich gleich machen. Zeuge ruft Polizei. Na, vielleicht soll ich tatsächlich mal aus dem Polizeiwagen aussteigen. Könnte ich Nachschub bekommen in River Row? Komme schon, nur einen Augenblick. Danke dir. Irgendwas dabei, zeig mir mal, was du hast. Erst einmal das aufladen, Ausrüstung. Ist noch voll, ist noch voll. So. Dann natürlich auch noch hier. So. Dankeschön. Straßenklasse, Sportwagen, Exoten haben wir noch nicht. Nutzfahrzeuge, Krieg ich eine neue Schüssel nach River Road? Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Ei. Augen auf, Wichser! Ich habe hier einen Wagen für dich. Ich weiß das zu schätzen. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Tja. Wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Ich bin ganz offen. Ich habe jetzt mal das Spiel ein bisschen lauter gestellt, weil ich fand es doch ein bisschen leise den letzten Malen. Ich hoffe mal, das klappt so. Also ich werde nachher in dieser Folge natürlich auch mal kurz reinhören und gucken, ob es so geklappt hat. Wenn nicht, dann. Oh, hoffenweise Polizisten da. So. Stopp. So. Dann wollen wir uns mal mit Donovan treffen, ne? In dieser Gegend hier hat ein gewisser Tony D'Orazio das Sagen. Nach allem, was ich gehört habe, ist der Typ völlig durchgeknallt. Aber ein echter Crack im Umgang mit Zahlen. Dann kümmert er sich wahrscheinlich um Lou Marcanos Bücher. Er führt seine Bücher, betreibt Geldwäsche und er managt sogar Louis Beziehungen zu Lokalpolitikern. Tony schmiert sie kräftig und hält sie so bei Laune. Wie komme ich an ihn ran? Tja, genau da wird's interessant. Tony hat eine Penthouse-Wohnung im obersten Stock des Royal Hotel. Der Aufzug ist codegesichert und Tonys Leute sind überall im Hotel. Er wird ja auch irgendwann mal das Haus verlassen. Ich muss wissen, wann er kommt und wann er geht. Ich beobachte den Schwanzlutscher seit einem Monat und bis jetzt ist er erst einmal rausgekommen. Und nur, weil einer seiner Jungs Mist gebaut hat. Er hat ihm dafür mit einem Rohr den linken Arm gebrochen. Er hat offenbar eine Tarnfirma, über die er Schmiergelder und Geldwäsche abwickelt. Und eine andere, die Gelder von der Stadt kassiert. Da greife ich an. Und wenn er dann nervös wird, kriege ich meine Chance. Und ruinierst gleichzeitig sein Verhältnis zu Lou. Aber pass auf, ja? Obwohl Tony ein dämlicher Spinner ist, schneidet er dir die Eier ab, wenn du ihm die Möglichkeit dazu gibst. Echt jetzt? Ich hab sogar ein Abo. You don't wear continental clothes or Stetson hats. Was gibt's da zu glotzen? Hey, one dog, it makes me feel good to know one thing. I know I'm a
Yeah. Yeah. Los geht's. Lieutenant Tony DeRazio. Unter Tony DeRazio läuft die Innenstadt wie ein gut geölter Motor. Er gehört zu der Sorte Lieutenants, die selbst angesichts eines hitzigen Capos wie Onkel Lou Marcano die Ruhe bewahren. Onkel Lou verlässt sich darauf, dass Tony sich um alle finanziellen Aspekte seiner Operation kümmert. Wenn Tony aus dem Weg räumt, entlarvt das Lou's Schwächen. Die Musik, ey! Aus dem Weg! So. Läuft die Musik jetzt permanent? So. Sie haben Informationen für mich. Lenny Davis, ich arbeite im Bauamt und Ihr Freund sagte, Sie könnten mir mit meinem Erpresser helfen. Was gibt es bei jemandem wie Ihnen denn zu erpressen? Mein Büro prüft neue Projekte. Ich habe Mist gebaut, meine Frau betrogen. Und dieser Jimmy Cavar hat es gefilmt. Stellte sich raus, dass das Mädel auch für Cavar arbeitet. Was will er von Ihnen? Er zwingt mich, fiktive Bauprojekte durchzuwinken und die Schecks für seine Firma einzulösen. Cavar Construction. Sie kennen den Namen sicher von Schildern an der Rathausbaustelle. Die Sache ist, er kommt eigentlich nur bei Problemen her. Passt doch. Probleme machen ist mein Spezialgebiet. Einige seiner Leute hängen in der Innenstadt rum. Ich bin kein schlechter Kerl. Hab bloß einen Fehler gemacht. Tauchen Sie unter, Lenny. Ich besuche Cavars Jungs. Da geht schon was. Cavars Leute wissen mehr, was er tut, als ich. Ich hole mir noch eine Lungenentzündung beim Spazieren. Na gut, dann wollen wir doch mal, ne? Das Cavar hortet Bautmaterial, das mit städtischen Mitteln bezahlt worden ist. Zur eigenen Rechnung weiterzuverkaufen, finde ich Teil auf Vorräte, die du finden kannst, damit Cavar keinen... Ja. Gut. Was ist das denn hier? Erpressung. Ah, okay. Dann wollen wir doch erstmal... Das ist gut. Gehen wir erstmal dahin. So. Hallo. Andererseits kommt sie nur in Fahrt, wenn sie Elvis Presley hört. Das ist einfach nicht fair. Nur noch eine Woche. Naja, zumindest bis hier. Hey, komm mal her. Dann sind wir wieder quitt. Wer weiß? Kommt gleich der Befrager her? Ich glaube, ich stimme halt tatsächlich. Psst, komm her. Cavar Construction. Was ist damit? Mr. Cavar hat gerade eine Tonne Kram verschoben. Das Geld liegt einfach da und wartet darauf, dass es jemand holt. Komm. Du arbeitest jetzt für mich. Na, wen haben wir denn da? Oh. Was zum... Schnapp ihn! Zufällig ein Feuerwehrschlauch dabei? Ja! Warte, Hurensohn! Verdammt! Der Scheiße hat mich beim Aufstehen aber nicht gerechnet. Hey. Das ist nicht fair, verdammte Scheiße! Na komm! Geld mitnehmen hier. Huch! Das wollte ich jetzt nicht. Na gut.
Aua. Gut, geh nicht zu nah ran. Na, dann wollen wir doch mal. Haben wir denn auch irgendwo Wasser hier, damit ich das da reinschmeißen kann? Kurz auf die Karte gucken. Ja. Da oben hin. Mal ein bisschen hier Baumaterialien zum Schwimmen schicken. Komm, ey, übertreib mal nicht. Wie übertreibt das? Das ist einmal Buff. Ich bin etwas paranoid seit letztes Mal, uns das Krokodil fast gefressen hat. So. Goodie, ein bisschen wieder Sachen versenkt. Ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschub. Bin gleich da. Super. Ich stehe da hinten an der Ampel. So. Bam. So. Hol mal tief Luft, Kumpel. Solange du Frankie das zahlst, was er fordert, bleibt alles hübsch ruhig. Aber wenn nicht, tja, dann. Ja, schön, dass er da hinten wartet, weißt du? Zeig, was du auf Lager hast. Nein. Das war's schon. Danke. Ich werde mir unterwegs irgendwo einen Verbandskasten besorgen. Hallo. Danke, hat man jetzt ein bisschen Geld gebraucht. Ich rufe die Bullen. Wett nicht. Ich rufe die Polizei. Niemals. Nein! Wir haben eine Meldung über ein gestohlenes Auto in der Innenstadt. Was? Alle Einheiten in der Gegend, bitte bestätigen. Das kommt mir einfach nicht richtig vor. Hi Leute. Ich leiste euch mal ein bisschen Gesellschaft hier. Ihr habt doch alle platt gemacht. Also die jetzt da Polizei rufen wollten. Dreck, ey. Wir können aber schon mal auf die Karte gucken währenddessen. Ich würde mal sagen, macht mal nächstes. Ach, guck mal hier. Hallo? Achso, das habe ich schon los. Mal jetzt mit denen hier.
Le Mardon Bordeaux. Er hört sich ja, der klingt ja fast wie die Stadt hier. An alle Einheiten. Danke. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Penner. Ach, tut mir sehr leid. Hallöchen. Weg. Ach so, das ist ja wohl das Letzte. Alter, das habe ich jetzt nicht gehört, ne, Kollege? Ne, die Baustelle da vorne haben wir doch schon, oder? Warte mal. Die Vorräte auf eigene Rechnung verkauft. Bin ich da noch nicht fertig oder was ist da los? Ich gehe mal kurz hin und guck mir das mal kurz an. Pass auf. Entschuldigen Sie bitte. Hi. Ja, komm mal her. Kommt jetzt aber nicht durch die Tür, ne? Der blöde Wichser hat sich umbringen lassen. Reine Zeitverschwendung. So leicht gebe ich. Er hat eine Waffe. Nein, jetzt keine Waffe. Das sehe ich mir an. Wirkt der arme Scheiße, atmet nicht mehr. Guck mal. Was zum Teufel war das? Ich habe keine Ahnung. Am besten siehst du es dir mal an. Boah, schmeiß jetzt mal oben. So, perfekt. So, aus dem Weg. So. Ja. Laufen? Oh. Gut, dass ich nochmal aufgehalten habe. Kam Polizei da eben hinter ihm. So. Jetzt was, wir machen erstmal den hier. Giese Grusat. Hallo, Schätzchen. Willst du, dass ich einen Herzschlag kriege? Sorry, ich leih mir das mal kurz, ja? Mach da eine einzige Beule rein und du bist dran. Gott, ich rufe die Polizei! Das solltest du sein lassen. Aus dem Weg. Pass doch auf, du Dorftrottel. Das war immer gut gemeinter Rat, er sollte es sein lassen.
Was ist das denn da vorne? Ach, wenn man ein LKW mit der Ladung. Ja, okay, gut. Ach, die lasse ich. Die lasse ich. Ich kümmere mich lieber um die Stehenden. Allmächtiger. So. Dann halt nochmal hier an. So. Guten Tag. Verzeihung. Kein Ding. Ich hole mir noch eine Lungenentzündung beim Spazierengehen. Psst. Da. Pass bloß auf mich auf. Mal her. Die Ratte gehört mir. Ich glaube, hier kracht. Welche Ratte denn? Ah, da kommt noch einer. Verdammt, antworte mir! Ich hole ihn besser da raus. Oh, genau, komm du mal her hier. Sehr schick. Verflucht. Ich erzähle es seiner Mutter nicht. Hi. Genau. Scheiße. Jetzt geht es. Verboten. Sehr schön. Zünde dich mal selbst an. So. So. Mal ein bisschen Geld einkassieren hier auch noch, ne? Aber ist ganz gut, wenn ich jetzt hier noch Pistolenmunition finde, weil wir müssen da noch rein. Da ist ja auch noch was. Genau, und zwar hier. Bada. Bang. So, dankeschön. Dann nehmen wir mal das Große hier mit. Der republikanische Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten Spiro T. Agnew sagte heute: Drahtzieher der jüngsten Studentendemos in Frankreich, Deutschland und den USA seien internationale Kommunisten. Agnew erklärte, dass er die Hexenjagd auf Kommunisten der McCarthy-Ära nicht wiederholen will, glaubt aber, dass die Jugend genauestens beobachtet werden muss. Crap, ich hab gedacht, ich kann ja vielleicht runter eiern. Beweg dich! Komm und hol mich, Junge! Mach ich gerne. Geh einfach weg!
Weiß nicht, sag du es mir. Ich habe gerade eine Idee. So. Ich zeig euch, was ich meine. Ne, Kumpel? Dann hier. Vielleicht klappt es, ich weiß es nicht. Einfach Daumen drücken und hoffen. So. Dann schnappe ich mir mal das Gedöns hier und dann... Mist. Kann ich da nicht drauf schießen? Mist! Das stinkt doch. Toll. Auf den Weg. Die kriege ich nicht kaputt. Dreck. Toll. Ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschub. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Danke. Warte. Warte. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Sag mir mal, was du hast. Erstmal Munition nachladen. Kannst du nicht Dings verkaufen? Der Lab geschlossen. Bin hier weg. Der Fahrer sollte sich was schämen. Genau, Fahrer, schäm dich. Raus mit dir, schäm dich. Bitte, den habe ich gerade erst abbezahlt. Ne? Alle lieb? Alle lieb. Nun Leute, ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Beim nächsten Mal werden wir uns noch weiter um den Vollstrecker und die beiden Baustellen kümmern. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Den Abo-Knopf nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!